Hallo ihr Hübschen, ich möchte euch heute meine Gesichtspflegeroutine zeigen. Und zwar benutze ich eine ganze Menge Produkte. Allerdings finde ich die sehr gut. Bis auf eins, da werde ich das noch austauschen, aber das werdet ihr gleich auch sehen. Ich fange einfach mal morgens an. Morgens ist man ja ganz klar verschlafen und ich fange morgens immer an mit meinen Augen. Da nehme ich das Alverde Augen Roll-On. Ich kenne die Preise jetzt nicht wirklich auswendig. Ich glaube, alle Alverde-Sachen sind so zwischen 2 und 4 Euro. Dieses Roll-On hat die Besonderheit, dass hier oben so eine Kugel, eine Metallkugel ist. Und das hat die Eigenschaft, dass es sehr kühlt. Und von daher sieht man morgens frischer aus. Wow, jetzt lasse ich es auch noch fallen. Also man sieht morgens frischer aus dadurch. Und dieses Gel, was da drin ist, es fühlt sich sehr gut auf der Haut an. Ich tupfe das dann ein wenig ein. Und es zieht auch relativ schnell ein, sodass man dann sein Make-up benutzen kann. Das finde ich also sehr gut. Wenn das alle ist und ich habe es schon sehr viel benutzt, dann wird das auf jeden Fall wieder bei mir zu Hause einziehen. Dann kommt die Creme. Ich benutze hierzu auch von Alverde das Gesichtsfluid Heilerde, weil ich im Augenblick etwas Probleme mit unreiner Haut habe. Ich habe, wie ihr vielleicht in den letzten Videos auch gesehen habt oder gehört habt von mir, dass ich eine sehr fettige Haut habe und sehr ölige Haut. Und ich finde, dieses Fluid ist an sich nicht schlecht, allerdings für meinen Hauttyp auch nicht wirklich gut geeignet, weil es zu viel Fett abgibt. Also gerade hier an der T-Zone ist mein Gesicht zu fettig. Hier an den Wangen geht es noch, da ist es auch ganz gut, aber in der T-Zone ist es nicht wirklich so mein Fall. Deswegen werde ich das, wenn es zu Ende ist, auch nicht mehr gebrauchen. Ich habe mir jetzt von Kiko eine Creme gekauft. Und die werde ich danach benutzen. Ich teste sie im Grunde gerade parallel aus, aber zu den Kiko-Sachen, insbesondere zu den mattierenden Sachen, werde ich nochmal ein spezielles Video drehen, wenn ich das ausprobiert habe. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt keine fettige oder ölige Haut habt wie ich, ist das, glaube ich, ganz gut, weil es halt Feuchtigkeit und etwas Fett spendet und gleichzeitig aber auch ja, gegen Unreinheiten etwas hilft. Dann war es eigentlich morgens. So viel mache ich morgens nicht wirklich. Ab und zu wasche ich mein Gesicht noch, aber meistens mache ich das abends. Und deswegen kommen wir jetzt zu meiner Abendroutine. Abends ein- bis zweimal die Woche benutze ich auch von Alverde aus dieser Heilerde-Serie ein Peeling. Das ist ganz gut, das wirkt auch antibakteriell, also das kann ich euch wirklich empfehlen, das peelt sehr gut. Und gerade jetzt in den Wintermonaten, finde ich, hat die Haut ein- bis zweimal die Woche Peelings auf jeden Fall nötig. Als Augen-Make-up-Entferner benutze ich von Garnier Bioaktiv. Das finde ich richtig gut. Also ich weiß auch gar nicht mehr den Preis, ich glaube auch so zwischen 2 und 3 Euro. Aber das finde ich super gut. Es ist nicht so wie bei dem Essence, was ich vorher hatte, dass das komplett verschmiert, sondern es nimmt sehr gut die Augen-Make-up-Rückstände auf und hinterlässt auch keinen schmierigen Film danach. Also das finde ich richtig gut. Dann benutze ich, um mein Gesicht zu waschen, das ist auch schon meine zweite Packung, die auch schon fast alle ist, die auch von Alverde Heilerde, die Waschcreme. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Haut dadurch austrocknet oder spannt. Und ja, die Rückstände, die Make-up-Rückstände und allgemein die schmutzigen Rückstände auf der Haut gehen dadurch sehr, sehr gut weg. Also ich bin davon sehr begeistert. Zusätzlich ab und zu benutze ich, wenn ich jetzt viel Make-up benutzt habe oder so, auch nochmal von Garnier Bioaktiv dieses Abschminkfluid. Das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Gerade wenn es mal schnell gehen soll,
ist das richtig toll. Das benutze ich auch manchmal morgens. Einfach nur mit einem Wattepad schnell darüber und dann ist eure Haut eigentlich auch schon gereinigt. Wenn ihr jetzt Make-up benutzt habt, reicht natürlich das nur einmal anzuwenden nicht. Aber als ich die Waschcreme mal nicht hatte, habe ich da dreimal bin ich da drüber gegangen und dann war die Haut auch sauber. Und, wow, jetzt fällt mir das hier auch noch runter. Abends, habe ich ja eben bereits erwähnt, benutze ich auch nochmal die Creme. Und für, als Augencreme benutze ich die Alverde Augentrostcreme. Die ist richtig gut. Also davon bin ich sehr begeistert. Diese beiden Sachen werde ich auch auf jeden Fall noch tausendmal nachkaufen. Gerade diese Augencreme. Also ich habe zwar fettige Haut, aber um die Augenpartie herum ist es ja nicht so ölig. Und ich habe auch... Und ich bilde mir ein, dass man dadurch auch nicht so schnell Augenfalten bekommt. Und deswegen benutze ich die auch hauptsächlich. Und die ist echt super. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr viel YouTube-Videos guckt, habt ihr einige Sachen, gerade diese beiden Sachen, schon tausendmal gesehen, weil irgendwie jeder davon begeistert ist. Und ja, deswegen, falls ihr das noch nicht habt und Augencreme benutzt, dann kauft das. Ja, das war im Grunde auch schon meine Gesichtspflegeroutine. Ich stelle, wie gesagt, gerade eben die Creme ein bisschen um, aber der Rest bleibt. Und ja, ich hoffe, euch hat das was gebracht. Mich würde ja mal interessieren, was ihr so für Gesichtspflegesachen benutzt. Vielleicht kann ich mir da ja auch noch ein bisschen was abgucken. Also über Kommentare sowie natürlich auch Daumen hochs freue ich mich sehr, sehr, sehr. Ja. Das war's dann schon. Ich wünsche euch noch ein ganz tolles Wochenende und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.